willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es darum, wie genau die Geschwindigkeit im Kombi-Instrument angezeigt wird. Falls noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch kostenlos. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Was beeinflusst alles die Genauigkeit der Anzeige? Im Prinzip geht es um die Reifenparameter. Die Kombination zwischen Felge und Reifen, wobei hier immer jede Kombination eigentlich den gleichen Umfang darstellen soll. Auch hier gibt es natürlich minimalste Abweichungen im Millimeterbereich. Dann natürlich, wie viel Luft habe ich drin? Habe ich zu wenig oder zu viel Luft drin? Und ist der Reifen neu oder schon abgefahren? Also welche Profiltiefe habe ich? Das beeinflusst natürlich auch den Umfang meines Reifens. Und ja, da der Hersteller nie weiß, wie abgefahren der Reifen ist und somit das nicht nachjustieren kann, wird hier in der Regel die Geschwindigkeit immer etwas höher angezeigt, als sie tatsächlich ist. Das ist vom Gesetzgeber auch so gefordert. Die Geschwindigkeit muss mindestens dem entsprechen, was ich auch tatsächlich fahre, darf aber auch höher sein. Und das machen natürlich viele Hersteller, sie geben ein bisschen Puffer dazu, sprich, wenn ich 50 fahre oder tatsächlich 50 fahre, zeigt mir das Kombi-Instrument vielleicht 52 mal an. Und das möchte ich jetzt rausfinden. Und damit das Ganze auch transparent ist, blende ich euch jetzt mal ein, welche Kombination an Reifen ich fahre. Der Luftdruck ist wie im Handbuch angegeben. Und ja, fangen wir mal an mit den üblichen Geschwindigkeiten und steigern uns ein bisschen und schauen, wie groß die Abweichung dann ist. Ich habe hierzu eine App runtergeladen, die mir per GPS die Geschwindigkeit ermittelt. Ich habe zwei, drei unterschiedliche Apps ausprobiert, inklusive Google Maps. Alle Apps zeigen die gleiche Geschwindigkeit an. Ich habe mich jetzt allerdings gegen Google Maps entschieden, weil dort die Geschwindigkeit relativ klein angezeigt wird und ich das im Video einfach größer dargestellt haben möchte. Und somit benutze ich jetzt eine App, die mir halt einfach die Geschwindigkeit in Vollbild anzeigt. Viel Spaß damit!